Liebe Kuckuck-TV-Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag. In diesem Jahr hat die Aktion Herzenswunsch der Demenz Support Stuttgart zum dritten Mal stattgefunden. Bis zum 31. Mai konnten uns ältere Menschen aus ambulant betreuten Pflegewohngemeinschaften sowie Gäste der Tagespflege im Bereich der Altenhilfe ihren innigsten Wunsch mitteilen. Wie immer haben uns Videobotschaften aus ganz Deutschland erreicht. Heute stellen wir Ihnen die Bewerberinnen und Bewerber mit ihren Herzenswünschen vor. Ja, wir sind das Ehepaar Klimek und hätten gern einen Herzenswunsch, und zwar in eine Alpaka-Farm, so mal zu einem Alpaka-Streichen. Mein Name ist Uwe Müller, ich komme aus Leipzig und bin 63 Jahre alt. Ich würde gerne mal wieder nach Leipzig aufs Völkerschlachtdenkmal besichtigen, also hochfahren. Ich heiße Anita Döring, habe 10 Kinder, wohne in Hilse und ich hätte gerne den Wunsch, dass wir einmal alle zusammen an einem Tisch sitzen. Das haben sie mir gesagt, Mutter, wir kommen, wir sitzen uns alle an einem Tisch, das ist mein Wunsch. Mein Name ist Joachim Schwarz, bin 88 Jahre alt, verwitwet seit 7 Jahren, möchte gern auf die Insel Weihnacht im Schmetterlingshaus besuchen. Hallo, wir begrüßen Sie aus der Seniorentagesstätte in Steinbach bei Baden-Baden und freuen uns, dass wir eingeladen wurden, bei Ihrem Gewinnspiel Herzenswunsch 2024 mitzumachen. Dazu hat sich der Rudi bereit erklärt. Lieber Rudi, was wäre dein Herzenswunsch? Ein Militärkorps-Dudelsack, Gruppe live von der Tagesstätte in Steinbach. Hättest du auch einen Song, ein bestimmter, der dir da gefallen würde? Nicht unbedingt. Song singe nicht, mehr diese instrumentale. Mhm. Instrumentale Musik, das gefällt mir. Das wird dein Herz berühren. Ja. Und du glaubst von der anderen Gäste auch, gell? Ja. Die bei uns in der Seniorentagesstätte uns besuchen. In Ordnung. Ja. Die Tagespflege Ostfildern. Und die Tagespflege Ostfildern macht mit beim Herzenswunsch. Ganz viele Tagespflegegäste. Und die Gäste haben beschlossen, nicht einer macht mit, sondern die gesamte Gruppe. Und jetzt gehe ich zurück zu Frau Waldmann. Frau Waldmann. Ja, wir hätten gern einen Zauberer. Ein Zauberer? Ja. Wie kommen Sie jetzt dazu, einen Zauberer sich zu wünschen? Wir zaubern rückwärts. Sie zaubern rückwärts weiter? Ja. Und Sie hätten auch gern einen Zauberer? Ja, ich schließe mich an. Sie schließen sich an. Dann gehe ich jetzt mal zu unserem Mafioso. Buongiorno, Signore Hampel. Ich hätte gern eine Zauberin. Sie hätten gern eine Zauberin. Ja, jetzt wird's aber. Jetzt wird's. Na, ich bin keine Zauberin. So, jetzt gehen wir weiter. Herr Strobel, wie sieht's mit Ihnen aus? Auch ein Zauberer. Ich würde gern zaubern, dass die Welt reinbricht. Das ist natürlich eine edle Geschichte. Winken wir jetzt alle mal. So. Tagespflege Ostfildern. Jürgen Heinrich von Reuss, vor 1937. Ich habe 2 Kinder. Ich bin gerne mit den Kindern in einem Garten, den wir uns am Gardasee gekauft haben und in dem wir Landschaft und Stadt anders kennenlernen können als hier im Kasseler Raum. Ich würde mich sehr freuen, wenn es möglich wäre, nochmal dorthin zu fahren. Es ist nicht ganz einfach, weil das Grundstück etwas abgelegen ist und wir nur mit Hilfe von Hilfskräften eine solche Reise überstehen können. Ich bin die Gerte Müller. Ich bin 1936 geboren und fahre gerne mit Gruppen, mache gerne Gruppenfahrten. Egal wohin, auf dem Meer oder am Land oder in Museen oder Zirkus.
Hauptsache, ich kann in Gruppen fahren, weil seit der Herz-OP bin ich nicht mehr fähig, mit dem Auto zu fahren. Ich habe kein Auto mehr. Und deshalb kann ich nur Gruppenfahrten machen. So viel schöner ist das Leben, wenn das Fliegen wir bestreben. Fliegen ist eine feine Sache, die besonders gern ich mache. Auch ich bin ganz ungelogen schon zum Segeln hochgeflogen, habe dort am Himmel oben auch die Wolken verschoben. Mein Name ist Teigelhoff Peter. Hallo, Herr Teigelhoff. Herr Teigelhoff, hätten Sie einen Wunsch? Ja. Ja? Erzählen Sie mal. Ich hätte gerne eine Dampflokomotive. Eine Dampflokomotive als Modelleisenbahn. Ja. Genau. Weil Sie so lange schon sammeln und so ein großer Fan sind. Ja. Und Ihr großer Wunsch wäre jetzt noch eine Dampflok. Okay, vielen Dank, Herr Teigelhoff. Eine Hollywood-Schaukel. Das wäre schön. Guten Tag, Madame. Guten Tag. Also es ist ja ein wunderbarer Platz hier. Es wäre ein Herzenswunsch, wenn ich hier eine schöne Schaukel hätte. Richtig bequeme Schaukel mit Polstern. Das wäre toll. Das würde ich mir sehr wünschen. Ja, vielleicht kann das jemand noch möglich machen, so eine schöne Schaukel hier herzustellen, weil der Platz ist fantastisch. Also bei der Sicht sieht man in die Landschaft und es sieht so schön aus. Und wir sind heute Morgen ja beim Frühstück gesessen und dann habe ich gefragt, gibt es denn jemanden, der einen Herzenswunsch hätte? Genau. Und dann haben Sie gesagt? Ein Zeppelinflug. Sie möchten? Würde ich gerne machen. Okay, Sie wollen mit dem Zeppelin fahren. Oder fahren. Wahrscheinlich egal, fliegen oder fahren. Hauptsache mit dem Zeppelin. Genau. Und warum möchten Sie mit dem Zeppelin fahren? Weil das ein ruhiges Fliegen oder Fahren ist. Aha. Und das möchte ich gerne mal aussetzen. Das möchten das Sie? Das ist super. Und waren Sie schon mal bei einem Zeppelin? Ja. Wo? In Friedrichshafen. Und warum sind Sie da nicht schon geflogen? Weil er voll war. Weil er voll war. Da hätten Sie also sozusagen Pech gehabt. Sehr viel Pech, ja. Okay. Herr Kaiser, wenn Sie diesen Flug gewinnen, wen nehmen Sie mit? Mich? Nein, meine Frau. So, er nimmt nicht mich mit, sondern er nimmt seine Frau mit. Okay. Herr Kaiser, dann drücken wir Ihnen, glaube ich, alle, die da sitzen, die ganze Tagesgäste von der Tagespflege Ostfildern, drücken Ihnen feste die Daumen, dass Sie einer der Gewinner sind. Nun melden wir uns nochmal aus der Seniorentagesstätte in Steinbach bei Baden-Baden, weil wir nochmal einen Herrn haben, der gerne beim Herzenswunsch 2024 mitmachen würde. Und jetzt handelt es sich um den Fritz. Fritz, ja. Was könntest du dir vorstellen? Was ist dein Herzenswunsch in der Tagesstätte? Ich mir vorstelle, ja. Mhm. Erzähl mal. Die Alphorn. Der Wunsch hätte ich gern. Alphornbläser. Dass die mal zu uns kommen in den Garten? Ja. In den Garten? Ja, in den Garten. Und spielen würde für uns? So ist es an einem Frühlingstag. An einem Frühlingstag. Oder am Sommerfest. Oder am Sommerfest. Mhm. Und du hast erwähnt, dass im Bühlertal, das ist ganz in der Nähe, dass es da Alphornbläser gibt, ja. Gell? Ja. Eine Gruppe mit 5 Personen, Nathalie. In Ordnung. Ja? Jawohl. Im nächsten Schritt ernennt eine unabhängige Jury, bestehend aus Personen mit und ohne Vergesslichkeit, die nächsten Gewinner. Dieses Jahr haben 3 Personen die Möglichkeit, ihren Herzenswunsch erfüllt zu bekommen. Wer das sein wird, erfahren Sie in einem der nächsten Beiträge. Liebe Zuschauer, wir wären nun am Ende unseres Beitrags angekommen. Wenn Ihnen dieser gefallen hat, dann hinterlassen Sie uns ein Like und abonnieren Sie unseren Kanal. Und wenn Sie keine weiteren Beiträge mehr von uns verpassen wollen, vergessen Sie nicht, die Glocke zu aktivieren, dann werden Sie automatisch informiert, sobald ein neues Video von uns online ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Kuckuck, Kuckuck.